wieder aus. Jetzt müsste der Sound wieder funktionieren. So, und ich habe mich dann auch direkt wieder muted. Wir gucken mal. So. Wir gucken gerade dieses wundervolle Footman an. Und ja, ich habe einen Tauchen Space Marine. Ich hoffe, der Sound ist jetzt wieder in Ordnung. Es wäre schön, wenn ihr mir Rückmeldung dazu im Stream gibt. Ja, beziehungsweise im IRC. Och Mensch, Papa! Ich stehe drauf zu leben. Sag ich ganz ehrlich. Papa, du bist voll lame. Das ist nicht lame, das ist clever. Ja, das ist lame. So, ich guck mal kurz ins IRC. Wenn du sagst, das ist lame, dann bin ich halt auch mal lame. Wieder okay. Also ist alles wieder okay, Sound ist wieder in Ordnung. Und nächste Mal benutzen wir dann TeamSpeak. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das am an Skype liegt, ganz ehrlich. Ich weiß es leider auch nicht. Ich bin mir da leider auch nicht sicher, dann... Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich auch nicht. Und da waren Items, genau. Das Spiel heißt Footman. Das Spiel heißt Footman. Ach, verdammt, der muss hier nur... Da. Das ist auf jeden Fall ganz lustig. Und ja. Come to me, Baba. Hier mal, es voll seine Einheit, wenn er wurde. Brauchst du schon wieder? Nein. Wie komme ich nur darauf, dass du rausgekommen bist? 3 years later. Genau. So sieht es aus, Pirater. Ja, und ich muss ehrlich sagen, die Creeps sind super toll, aber die taugen nicht. Ja, deswegen benutzt man sie auch. Also sie taugen schon eine Menge, aber sie spawnen halt wirklich so extrem langsam. Und da ich alleine bin, habe ich jetzt wirklich hier, kann ich nur sporadisch mein Go machen. Ja, so sieht es nämlich aus. Und meine Einheiten sind hier schön zurück. Mal hier auf den Circle. Ah, Mann. Ja, ich rede noch. Hört man mich nicht? Vielleicht bin ich aus Versehen auf Mute-Funktion gekommen. Nein, eigentlich nicht. Komisch. Sehr seltsam. Aber nur dann musst du reden. Ja, ich weiß nicht, ehrlich gesagt gerade nicht wirklich, was ich noch großartig erzählen soll. Außer, dass schon wieder sämtliche meiner Streams noch leben. Durch gerade fest. Ja. Ich hatte gedacht, die wären schon wieder alle down. Aber das ist nicht. Man hört mich. Also man hört mich doch. Okay. Dann weiß ich nicht, woran es liegt, ehrlich gesagt. Die TV mag hier voll seine Einheiten dann hochlegen. Der hat auch einen ziemlich geilen Champion. Wer die Footie aus WC3 noch kennt, da gab es den Archmage, der so ziemlich der imberste Char überhaupt war, um Units zu killen. Das Warpick müsste, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, so ziemlich das die gleichen Skills haben. Okay. Also hier hat das ungünstige
ungünstig finde, ist, dass ich alle anderen Einheiten tarne, nur nicht mich selber. Das finde ich etwas unfair. So, deine Queens leben hier nicht mehr lange. Die haben aber auch voll und ganz ihren Zweck erfüllt, denn ich kann jetzt den nächsten Tech auf Uris machen. Wie ich mal voll gesniped habe. Mass Damage. Wie ich mal voll gesniped habe, den Lieben. Ja, doch auf jeden Fall. Da hast du mich eiskalt erwischt. Oh, und ich sehe gerade, es gibt ein T5-Upgrade. Ich kann noch auf Mutterlisten gehen. Hey. Hey. Ich sollte weggehen. Oh, und Fanta hat auch schon den ersten Brutalisten. Das ist übel. Das ist echt übel. Ja, der rockt ja aber auch, der hat schon 1116, 1720 Kills. Das ist ja Hammer. Das wird der Hit von mir weggerockt. Ja, sehr schön. Und da wird er von mir weggerockt. Damit hat er seinen Zweck erfüllt und ist für mich gestorben. Ja, so muss es sein. Aber diese Tauren Space Marine hat echt lustige Skills drauf. Beziehungsweise Sprüche drauf. Das mag durchaus sein, da bin ich nicht so ganz informiert. Ja, bis jetzt wurde er aber auch schon zwei, dreimal richtig gut belagert. Ach so. Ja, das sieht ganz gut aus. Total. Und die Frage ist für wen? Denn eigentlich sieht es nur für Telvi wirklich gut aus. Ja. Der hat richtig, richtig Schnetzel hier. Er hat richtig übel Schnetzel und das ist nicht gut. Das Problem an dem Game ist, auf den Kühlhof gehen ist irgendwie sinnlos. Ja. You will call me Sir, Lord. So, was mache ich denn als nächstes? Ich bräuchte ein bisschen Geld. Das brauchen wir alle, und das nicht nur in-game. Ja, das stimmt wohl. Können wir mal kurz Pause machen, dann können wir klar Wärme machen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir können auch einfach weitermachen und Pirate geht so kurz auf, ja? Zurückziehen und gerade voll meine Einheiten da reinschicken, einfach nur damit sie da weg sind. Ja. Und dieses Spiel ist ein, nach meinem Gefühl, glaube ich, ein Never-Ending-Spiel, oder?
Man kann gewinnen und ich glaube aber, wenn Telvi jetzt wirklich einfach mal massig einheitlich bahnen würde, könnte er das hier auch dann dazu bringen. Ich glaube, ich werde meine Einheiten komplett ändern. Denn es bringt mir nichts, hier weiter auf diese Dinger zu gehen. Und ja. Ja, die Marauder sind wirklich mittlerweile ein bisschen sehr schwach. Celine wird belagert. Nee, Telvir belagert. So, er wird nicht belagert, der belagert. Gladiator belagert. Und Gladiator ist raus. Ist raus. Also wie du siehst, man kann auch Leute hier rauskicken. Und diese Dinger sind ja extrem stark, finde ich. Also das ist wirklich extrem. Die Brutalisten sind richtig hammer, ja. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, auf was ich gehe, wenn ich das nächste Mal Pokémon spielen sollte. Das ist aber, du kannst aber auch genauso gut andere Units haben, die richtig, richtig böse sind. Ja, man sieht das gerade, nämlich ich hau gerade mit zwei Heroes da drauf und Piratte sich dann doch um und haut auf mich. Dead. Pirate ist dead und das ist nicht gut. Und ich habe jetzt wirklich eine Einheit, die ich wirklich cool finde. Huh? Weil die blinken können. T-Bone, Chuck T-Bone. Ja! Ja! Nichtsdestotrotz wird dieses Game noch ein bisschen dauern. Ja. Was du kannst, kann ich auch. Okay, und nimmt mich gerade, oder will mich jetzt auseinandernehmen? Ja. Und ich nehme mich auch auseinander. Pirate, wir hatten bereits erwähnt, dass du down bist. Ja, Pirate ist down und jetzt geht hier Telvi auf uns. Das ist nicht sehr praktisch. Das finde ich gut. Danke in diesem Sinne an meinen Mate. Das ist nicht mal dein Mate hier. Ja, Telvi und ich sind doch, würde ich doch schon sagen, dass Telvi mein Mate ist. Er ist in diesem Game nicht mein Mate, aber er ist ansonsten jederzeit mein Mate. Ja, das stimmt. Das ist nicht erstmal. Wenn du ein Toilettenhäuschen findest, kannst du da gerne versuchen reinzuklettern. Ja, da ist ein Toilettenhäuschen. Ja, ich gebe dann auch jetzt gerade den Geist auf. Wobei, nein, Nem ist down und damit sind es nur noch deine Units. Und ja. Mit deinen Units sollten meine Ultralisten doch noch irgendwie fertig werden. Zumal ich mir auch Photonenkanone geleistet habe. Und ich bin immer noch in Game. Ja, und ich bin defeated und das heißt, jetzt wird es ein Game gegen Babalu. Ich würde eher sagen, wir beide verbinden uns jetzt einfach und... Ach, du bist auch raus. Ich bin raus. Das heißt, ja, okay. Telvi schreibt auch so, Baba. Jetzt ist, glaube ich, jetzt auch bei Telvi Schluss mit Freundschaft. Jetzt ist Schluss mit Freundschaft, ja. Ja, schade, dass wir das nicht mehr mitverfolgen.